Hallo Leute und wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Heute habe ich mal nicht die Videos vorbearbeitet, was bedeutet, dass es möglich sein kann, dass ich auch mal sterbe. Aber ja, ist halt so. Und ja, jedenfalls ist es jetzt so, dass das Let's Play sich auch schon dem Ende neigt und ich am Überlegen bin, welches Let's Play ich als nächstes machen werde. Das Let's Play wird dann vielleicht einmal pro Woche kommen oder so. Und ich werde mich dann hauptsächlich auf die Online-Gameplays und so weiter beziehen. Ich habe mir nämlich jetzt auch noch Modern Warfare 2 geholt. Und da läuft bei mir alles viel flüssiger und ja, das macht einfach mehr Spaß. Und ja, das kann ich dann auch auf 1080p spielen. Und ja. Ja, wenn ihr da irgendwelche Besonderheiten mal sehen möchtet, weil ich mir da ein alter Ivenet geholt habe, das kennen vielleicht einige von euch, einige auch nicht. Das ist so eine Besonderheit von MW2. Ich will jetzt nicht sagen Besonderheit, weil es ja eigentlich nicht direkt bei MW2 dabei ist. Man muss sich das extra runterladen und dann hat man verschiedene Game-Modus. Und ja, dann gibt es zum Beispiel Gun-Game oder ähnliche. Ich denke, dazu werde ich auch noch ein paar Videos machen, mir das dann auch vorstellen, wie das genau ist. Und ja, ich finde das eigentlich richtig geil und es macht auch Spaß. Das einzige Problem, was ich ein bisschen scheiße daran finde, ist, dass man nicht richtig mit seinen Freunden spielen kann, weil man hier einfach keine Freundesliste hat. Und ja, man kann zwar ein privates Spiel erstellen und dann tippt man einfach in der Konsole ein, Connect und dann die IP des Freundes und ja, das, so ist das eigentlich ganz einfach. Nur wenn man halt online zusammenspielen möchte, dann ist das ein bisschen doof, weil man immer sich entsprechend absprechen muss, wie die Server heißen und so weiter. Aber dazu halt in den anderen Videos. Vielleicht hat es auch mancher schon gelesen in den Kommentaren unter manchen Videos. Habe ich geschrieben, dass ich mir wahrscheinlich einen neuen PC zulegen werde. Das ist noch nicht ganz sicher. Ich denke schon, dass es auch passieren wird. Wann, weiß ich noch nicht. Aber es passiert, auf jeden Fall. Und dann wird auch Black Ops, denke ich, mal flüssiger laufen. Und ich habe mal im Internet ein bisschen danach gesucht, weil das einige haben das Problem, dass einfach HD-Videos hängen, beziehungsweise halt nicht ganz flüssig ablaufen. Und da gibt es eine ganz einfache Einstellung für. Man muss einfach einen Rechtsklick aufs Video machen, dann auf Einstellungen gehen und dann gibt es da so verschiedene Abteile und sozusagen. Wie soll ich das jetzt genau beschreiben? Da gibt es unten so kleine Tabs und das ganz links in der Ecke ist so ein Bildschirm mit einem Auge drauf und da gibt es nur einen Unterpunkt und den müsst ihr aktivieren. Ja. So, und wie ihr seht, sterbe ich hier relativ oft und ja, eigentlich liegt das ja daran, weil ich einfach nur vergessen habe, die Dinger zu bearbeiten, mir das aber zu spät eingefallen ist und ich jetzt auch keinen Bock mehr dazu hatte. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gameplay trotzdem und ihr werdet das nicht zu schlecht beurteilen. Wenn das doch der Fall wäre, dann denke ich, dass ich zusätzlich, also die nächste Zeit dann wieder das ändern werde und die ganzen Videos halt bearbeite. Was dann aber natürlich mehr Zeit kostet und dann halt, dass es dann halt sein kann, dass ich dann manchmal keine Videos machen kann. Aber, ja, das ist ja wahrscheinlich verständlich. Gut, zu Black Ops. Wie findet ihr eigentlich das Spiel noch? Mir macht es eigentlich nicht mehr so viel Spaß, weil einfach jetzt nur noch genoobtubt wird und mit dem Ballistic Knife rumgerannt wird und gemessert wird und ja, am PC ist das Spiel richtig versaut worden, finde ich. Also es war ja schon schlecht. Was heißt schlecht? Es war ein bisschen
makaber. Und Treyarch hat es wirklich noch geschafft, das Spiel noch schlechter zu machen, obwohl ich das selbst schon nicht mehr für möglich gehalten hätte. Sie haben ja angeblich das Messern gepatcht, obwohl meiner Meinung nach immer noch das Messern über 9 Metern möglich ist. Also wer MW2 spielt, kennt das unter dem Perk-Kommando. So ungefähr ist es jetzt bei Black Ops auch. Ohne Perk. Und ja, ich finde, es macht einfach keinen Spaß mehr. Snipern hat vorher viel Spaß gemacht und jetzt ist das Snipern wieder versaut worden, obwohl es vorher schon fast unmöglich war. Und ja, ich meine, ein Spiel ist doch da, um Vorteile aus Waffen zu ziehen, die andere nicht mit umgehen können, um es jetzt mal knallhart zu sagen. Und jetzt wurden halt Sachen hinzugefügt, beziehungsweise gepatcht, in Anführungsstrichen, die eigentlich ja, das Spiel total versauen und somit das Spielerlebnis eigentlich total zerstören. Und deswegen war das auch der Grund für mich, warum ich überhaupt zu MW2 gewechselt bin. Und klar, da wird auch gesniped und da wird auch genuketubt, aber nicht in dem Maße wie auf Black Ops. Und außerdem kann das wirklich fast jeder Sniper, der ein bisschen Ahnung, ein bisschen Übung hat beim Snipern, kann da auf jeden Fall nicht mit fehlschlagen. Ja, zu meinen Videos denke ich, dass ich in nächster Zeit nicht mehr so lange Videos mache, also nicht mehr über 20 Minuten oder sowas, sondern eher so wie das Video wahrscheinlich 15 Minuten oder 10 Minuten, sowas in dem Dreh rum. Weil die 25 Minuten bis halbe Stunde, das Video ist einfach immer viel zu lang und das kann sich keiner am Stück angucken, beziehungsweise hat Besseres zu tun, als eine halbe Stunde ein Video zu gucken über ein Let's Play. Das ist ein bisschen unsinnig, finde ich. Klar, es gibt Leute, die gucken sich das an, das freut mich natürlich auch, aber ja, wie man es halt möchte. Nochmal hier jetzt zum Spiel, weil ich die ganze Zeit nichts zum Spiel sage. Diese Mission hier hat mich ein bisschen genervt, weil jetzt gleich ein Helikopter kommt und man nur ein RPG hat, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und ja, es war ein bisschen doof, aber ja, ich bin, glaube ich, zweimal gestorben oder sowas. Das sieht ihr ja jetzt. Und ja, das Spiel ist halt so, man kann nichts dafür und ja. Oder ich hatte diese Waffe, ja genau, das war's hier. Ein PC halt mit so einer Waffe, ach den PC, den Helikopter mit so einer Waffe runterzubekommen, ist halt schon verdammt schwer und eigentlich unmöglich. Und hier habe ich gemerkt, dass das eigentlich gar kein Granatenwerfer ist, sondern einfach nur eine, ach, Master Key, genau, Pumpgun-Aufsatz. Wie auch immer, Schrotflinten auch, das ist keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Im Spiel heißt es halt Master Key. Und ja, ihr schießt halt mit Schrotflinten Munition und hier weiter. Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass da noch ein zweiter dabei ist und irgendwie versucht, das Ding runterzubekommen, aber es hat nicht so richtig funktioniert und ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich es hinbekommen habe. Ich glaube, an der Seite war irgendwo ein RPG oder irgendwas weiß ich was. Und auf die Dings habe ich auch nie geachtet, auf die Ausdrücke unten, also den Text habe ich auch nie geachtet. Obwohl der irgendwie sagt, Hudson used the Streler, also die Strela. Und die Strela ist nun mal eine Panzerfaust. Und ja, die wusste ich halt nicht, wo die ist. Und dann dachte ich mir, ich könnte ja mal hier zum Pfeil gehen. Und da sollte sie dann auch liegen. Ja, da ist sie auch. Jetzt müsste ich nur noch die Dinger hier treffen und nach meiner Zeitleiste sterbe ich, glaube ich, sogar gar nicht mehr. Obwohl es mir eigentlich danach im Sinn lag. Also ich dachte, dass es so wäre. Ist aber scheinbar nicht so. Hätte ich eigentlich schießen können, aber warum auch immer habe ich gezögert.
aus unerklärlichen Gründen. Wahrscheinlich kannte ich nicht schießen, weil das Ding eine Autorakete hat und sich erst an das Flugzeug anpassen muss. Oder sowas in der Richtung, ich weiß es nicht mehr, weil oben immer eine Meldung kommt: Aircraft Lock Clearance oder irgend sowas in der Richtung, Enough Clearance, also dass nicht genug Freiraum ist. Aircraft Lock on Required oder so. Ja, hier habe ich mich relativ lange aufgehalten und ja, dafür möchte ich mich ein bisschen entschuldigen. Aber wie gesagt, ich spiele das Spiel halt blind und da könnt ihr nicht so extremst viel erwarten, ne? Ja, okay, und jetzt haben wir das auch schon geschafft. Und dann geht's schon weiter. Das hat mich jetzt eher ein bisschen gewundert, weil ich wirklich gedacht habe, dass ich hier sterbe. Aber scheinbar war es nicht so. Gut, dann laufen wir hier mit unseren bunten Anzügen mal weiter und gucken, dass wir die anderen hier abgeballert bekommen. Ja, schön den eigenen Mann abgeknallt. Kommt bestimmt gut. Ja, okay, jetzt kann ich sogar meine Maske abnehmen. Das erleichtert das Spiel natürlich um einiges. Ja. Der wird ausgenockt, der wird ausgenockt. Und dann haben wir das schon zum größten Teil. Also die RPGs sind weg. Können wir keine Angriffe von oben mehr kommen, von den Noob-Touren. Und ja. Man muss halt bei dem Spiel extremst taktisch vorgehen. Man kann nicht einfach wild ins Feuergefecht rennen, weil man sonst direkt halt verreckt und einfach zu nichts führt. Und hier habe ich halt das erste Mal gemerkt, dass ich mit der Waffe nicht auf Leute schießen kann, sondern auf sich bewegende Objekte, heißt Autos, die fahren, glaube ich, weiß ich nicht. Und auf Flugzeuge, also hauptsächlich auf Flugzeuge und oder auf Autos. Ja, okay, dann denke ich, ich lasse diese Aktion hier noch komplett fertig laufen und mache dann schließlich einen Schnitt. Und ja, was mich noch ein bisschen an Black Ops ärgert, ist halt die Tatsache, dass Treyarch sich hauptsächlich nur um die Xbox-Nutzer kümmert. Weil bei den Xbox-Nutzern irgendwie halt alles ordentlich gepatcht wird und bei den PC bzw. PS3-Nutzern, bei den PS3-Nutzern noch nicht mal so schlimm, einfach das Patchen total schlampig gemacht wird und keinen Spaß mehr macht, das Spiel eigentlich zu spielen. So hat mir immer total viel Spaß gemacht. Ich habe es auch total gerne gespielt, aber die letzte Zeit nervt es mich ein bisschen. Klar, das kann natürlich jeder anders sehen und überlasse ich auch jedem seine Meinung. Ich mag das nur so mal an den Mann bringen und ja. Oder an die Frau natürlich. So, um jetzt mal ein bisschen in der Geschichte vorzugreifen. Wer sich noch daran erinnert, als wir Steiner umgebracht haben, beziehungsweise Reznov das gewesen ist, sind Männer in gelben Anzügen durch die Scheibe durchgebrochen. Und das ist jetzt die Partition, die wir spielen. Und ja, wir gehen jetzt hier gleich dann in das Haus rein, stürmen dieses und werden dann genau diese Filmszene nochmal sehen, nur aus der Perspektive der Männer in Gelb, um sie jetzt mal so zu nennen. Und ja, ich denke, dass ich eventuell nochmal ein Let's Play auf der Xbox mache. Oder zu einem PC-Spiel. Mal gucken, ich habe nicht so viel PC-Spiele und habe auch kaum Platz auf meiner Partition. Und ja, vielleicht mache ich mal ein Gameplay, also ein Let's Play für Mirror's Edge, weil ich das für PC habe und da auch extremst hohe Einstellungen nutzen kann. Wer dafür ist, soll mir das einfach mal schreiben. Wenn ihr andere Vorschläge habt, dann könnt ihr sie ja auch posten und ich versuche die dann den möglichen
möglichst zu tätigen, wenn ich die Spiele halt habe oder halt nicht habe. Zu den Spielen, die ich besitze, das seht ihr im V-Log 2 von mir. Da stelle ich alle meine Xbox-Spiele mal preis. Also ihr seht die alle. Und ja, Black Ops habe ich ja schon. Funktioniert auch nicht mehr so schön. Leider. Also auf PC funktioniert es, aber halt nicht auf der Xbox. Und wie ihr wisst, ruckelt es halt am PC und ist nicht so besonders toller. Ich habe es halt nicht auf so einer hohen Einstellung, deswegen kann ich es dann halt auch spielen. Ruckelfrei. Nur für YouTube ist die Einstellung meiner Meinung nach ein bisschen beschissen, um eine gute Rückmeldung zu bekommen, reicht es eigentlich nicht aus. Und wie wir hier sehen, überschreiten wir wieder unsere 15-Minuten-Grenze. Aber wir wollten das ja noch fertig gucken und deswegen denke ich, lasse ich das mal fertig laufen und ja. Dachte ich momentan im ersten Moment, dass das eigentlich Leute von mir wären, weil die mich durch die Scheibe gar nicht gesehen hatten, aber anscheinend ist es halt so, dass die doch nicht bei mir waren. Aber ja, ist egal. So, jetzt neigt sich das dann auch schon dem Ende zu. Und es dürfte eigentlich gar nicht mehr so viel passieren. Und ja, ich möchte mich außerdem mal noch für die ganzen zusätzlichen Abonnenten bedanken, die die letzten Tage noch dazugekommen sind. Das sind jetzt von 127 auf 130 wieder gestiegen. Und mich freut das natürlich, dass immer mehr Leute meine Videos gut finden, beziehungsweise sie auch gucken. Und ja, das gibt mir dann halt nochmal einen Ansporn, überhaupt Videos zu machen. Und ja, jetzt sind wir hier an der Filmszene und sehen, dass nicht Reznov Steiner tötet, sondern dass das Mason ist. Und ja, so langsam wird halt klar, dass Mason sich Reznov immer nur vorstellt und Reznov eigentlich gar nicht mehr existiert. Und ja. Das wird auch natürlich dann der Schluss des Filmes, ach, des Filmes, des Spieles sein, dass Mason halt herausfindet, dass Reznov gar nicht existiert und ja. Hier sieht man dann Steiner, wie er da tot liegt, mit einem Kopfschuss und ja, ist nicht so toll anzugucken. Und ja, bevor das Video wieder zu lange wird und man es sich gar nicht mehr ganz komplett angucken kann, denke ich, mache ich jetzt gleich einen Schnitt und ja, man sieht sich dann im nächsten Part. Ciao.